Quello che state vedendo è uno spezzone tratto da una serie televisiva tedesca messa in onda nel 2017. Utilizzeremo svariati spezzoni di alcuni episodi di questa serie per allenarci ad assimilare la pronuncia in lingua tedesca. La serie è intitolata Dark ed è ambientata a Winden, una cittadina situata nella zona sud della Germania, vicino al confine con la Francia e al fiume Reno. In questa cittadina scompaiono due bambini e la polizia locale si mette alla loro ricerca perlustrando la foresta adiacente dove è in funzione una centrale nucleare. Vi farò guardare alcune parti dei primi episodi, prima in lingua italiana e poi in lingua tedesca. Ogni spezzone in lingua tedesca ve lo farò guardare due volte per permettervi di assimilare meglio la pronuncia. Buona visione, ma soprattutto buon ascolto della pronuncia. Non ce la fai a starmi lontano. Nemmeno per un paio d'ore. Verrai stasera? Ancora non lo so. Ci saranno tutti. Non faranno che fissarmi. Andrò a Francoforte nel fine settimana per un corso di aggiornamento. Ecco, io pensavo... E tu pensavi? Non rifletterci troppo. Molte richieste. A più tardi. Forse. Hältst du es nicht mehr einen halben Tag aus? Unmöglich, ich sterbe hier. Kommst du jetzt nachher? Ich weiß nicht. Sind dann alle... Glotzen mich an. Ich bin am Wochenende in Frankfurt Fortbildung. Die zahlen Hotelzimmer und... Dachtest? Denk nicht zu lange drüber nach. Es gibt viele Bewerberinnen. Bis später. Vielleicht. Hältst du es nicht mehr einen halben Tag aus? Unmöglich, ich sterbe hier. Kommst du jetzt nachher? Ich weiß nicht. Sind dann alle... Glotzen mich an. Ich bin am Wochenende in Frankfurt Fortbildung. Die zahlen Hotelzimmer und... Ah, ja, ich dachte... Du dachtest? Denk nicht zu lange drüber nach. Es gibt viele Bewerberinnen. Bis später. Vielleicht. Hältst du es nicht mehr einen halben Tag aus? Unmöglich, ich sterbe hier. Kommst du jetzt nachher? Ich weiß nicht. Sind dann alle... Glotzen mich an. Ich bin am Wochenende in Frankfurt Fortbildung. Die zahlen Hotelzimmer und... Ah, ja, ich dachte... Du dachtest? Denk nicht zu lange drüber nach. Es gibt viele Bewerberinnen.